Paul Spitzek arbeitet beim Zeitungsprojekt Ohrenkuss, ein Magazin, das von Menschen mit Down-Syndrom erstellt wird. Er hat die Erfahrung gemacht, es ist vieles möglich, wenn man besser aufeinander eingeht. Es ist auch so, dass wir nicht so gut die Wörter denken, was das heißt. Dann brauchen wir das deutliche Wörter und leichte Sprache. Ein Chromosom zu viel also. Ottavios großes Hobby? Trommeln. Welche James Bond findest du denn am besten? Vor ihn. Wer war denn vor ihm? Pierce Brosnan? Ja. Der war so ein Schicker, ne? So ein viel besser. Ja? Was fandst du denn bei dem besser als bei Daniel Craig? Wie er macht so. Also meinst du, er hat mehr Stil? Ja. Und weißt du, hast du gesehen, der trinkt jetzt ja gar nicht mehr den Martini, ne? Weil jetzt im letzten Film, da ging es ja gar nicht mehr darum, ob geschüttelt oder gerührt. Ja, das fehlt. Ja, der trinkt jetzt Bier. Voll doof. Voll doof. Doch bei Tom hängen nicht nur Filmplakate. Ich wollte dich eigentlich gerade noch fragen, welche dir hier am besten gefällt von den vier heißen Engeln. Alle. Und hättest du denn jetzt gerne wieder eine Freundin? Ja. Also guckst schon mal ein bisschen, wenn du unterwegs bist und... Ja. Aber ich sag dir mal was, muss ich mal ganz leise sein, dass keiner hört. Damit, ja, mit dieser Geste, ne? Ja. Musst du zum Beispiel in Italien total aufpassen, dass du keinen Ärger kriegst. Wenn du das zu einem Italiener machst, ja, weißt du, was das bedeutet? Was denn? Das ist die Geste für Arschloch. Wirklich, das stimmt. Okay. Ja, wenn du so zu einem Italiener machst, hast du einen riesen Ärger. Okay, mach ich. Nee, darfst du nicht machen. Yo! Was geht ab, ey? In Berlin lädt mich der 35-jährige Schauspieler Sebastian wieder in seine Künstler-WG ein. Hier lebt er seit 1,5 Jahren zusammen mit Freundin Zora. Auch wenn sie keine Haare hat, ist sie trotzdem sehr lieb und auch attraktiv. Am späten Wochenende. Wow. Geh mal duschen, ne? Nein. Los, weiter. Du da, ich hier. Und los! Und du? Machst du nur solche Sachen oder machst du auch Übungen für Männer? Gibt's auch Männer, die du gut findest, wo du sagst, das sind gute Typen? Nee. Warum nicht? Ich bin nicht schwul. Hab ich ja nicht gesagt. Aber man ist ja nicht schwul, wenn man sagt, guck mal, das ist ein gut aussehender Mann, der hat einen guten Körper, da ist man ja nicht schwul. Oder? Oder was ist schwul? Wenn ein Mann nur Männerbrüste hat. Wenn ein Mann nur Männerbrüste aufhört, ist man schon schwul? Ja. Nee, das ist ja Quatsch. Man ist doch nicht schwul, wenn man sich Männerbrüste aufhängt. Also das ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sich als Mann nur Männerbrüste aufhängt, aber dann ist man ja nicht automatisch schwul. Weißt du? Meinst du, man sieht das Männern an, ob sie schwul sind oder nicht? Kannst du das sehen, wenn du einen auf der Straße siehst? Kannst du dann sagen? Nicht genau. Geht mal, aber ein bisschen so Mistenart. Ach, Männer, die laufen wie Frauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ankomme. So, das ist? Mann. Okay. Ein Opa. Schwul. Das ist schwul, ja? Hast du jemanden, einen Kollegen oder so? Kennst du da jemanden, der schwul ist? Nein, ich habe einen Freund, aber nicht der schwul. Wenn er schwul wäre. Mhm. Weil ich ihn aber lade. Okay, du bist schwul, okay. Aber nicht mit mir. Nein, aber schau mal, dann heißt das doch nicht automatisch, dass der dich dann auch anbaggert. Der weiß ja, ob du schwul bist oder nicht. Ja, okay, ja. Hast du auch recht.
Seine Mutter weiß um die besonderen Herausforderungen. Niemand konnte Mats in seiner Brabbelsprache verstehen. Ich bin